also Vorurteile. Jetzt nicht im Sinne jener Ressentiments, wie es beispielsweise die FPÖler haben, also dass alle Marokkaner stehlen oder alle Moslems Bomben werfen, sondern so Vorurteile in dem Sinn, dass wir etwas zu wissen glauben, was auch nicht ganz falsch ist und insbesondere irgendwann mal auch wahr war, aber dann falsch geworden ist und das dann aber trotzdem weiter in unseren Köpfen herumspuckt, obwohl es längst schon nicht mehr wahr ist. Ein solches falsches Vorurteil, das leider immer noch in zu vielen Köpfen herumspuckt, ist die Idee, dass in Amerika der Neoliberalismus herrscht und wir in Europa aber unserem europäischen Sozialstaatsmodell anhängen. Dass Europa also trotz allem so ein bisschen ein Bollwerk ist gegen die neoliberale Fantasieökonomie, die an amerikanischen Universitäten ausgebrütet wurde und dann von Reagan und Thatcher zu einer politischen Doktrin gemacht worden ist. Aber daran ist heute alles falsch, weil das ideologische Zentrum des Neoliberalismus ist mittlerweile längst Europa. Ja, wenn wir diesen Irrglauben bekämpfen wollen, dass die Märkte immer recht haben und dass man sich den Märkten unterwerfen muss, dann müssen wir den in Europa bekämpfen. Weil in Europa ist der zu Hause. Nirgendwo sonst verkleistert der noch so vollständig die Hirne. Und klar, auch Amerika ist jetzt nicht das keynesianische Paradies oder das Paradies der Gemeinwohlökonomie und es ist auch kein wohlfahrtsstaatliches Utopia. Im Vergleich dazu ist es immer noch Europa. Und klar, auch in Amerika stemmt sich die dort besonders mächtige Finanzindustrie besonders gegen Regulierungen. Und klar, auch dort plädieren nicht alle für höhere Staatsausgaben zur Stabilisierung und Ankurbelung der Wirtschaft und für höhere Löhne zur Stärkung der Binnennachfrage. Aber in Amerika ist all das wenigstens umstritten. Aber in Europa gibt es auf politischer Ebene eine klare Dominanz, ein Einheitsdenken, dass wir uns aus dieser Krise nur raussparen können, Gürtel enger schnallen, noch fitter machen in der Standortkonkurrenz, dass alle gegen alle konkurrieren und deshalb höhere Löhne zum Beispiel etwas ganz Schreckliches sind und dass die Regierungen auch sparen müssen, ganz viel sparen und in den Ländern, denen es ohnehin schon miserabel geht, da müssen sie noch besonders stark sparen, sparen, sparen. In Griechenland sowieso und in Spanien, da haben sie jetzt das härteste Kürzungspaket seit Menschengedenken überhaupt aufgelegt und in Portugal ebenso. Überall dort verarmt die Bevölkerung in atemberaubendem Tempo. Überall dort haben die jungen Leute überhaupt keine Zukunft mehr. Die Leute wandern jetzt sogar schon nach Brasilien aus. Es ist wie ein Treppenwitz. Wir haben in Nachkriegseuropa den Sozialstaat erfunden, der für stabile und nachhaltige Prosperität gesorgt hat. Und in Europa haben wir aber diese Lektion, die Lektion dieser Erfolgsgeschichte vergessen. In Brasilien dagegen hat der sozialdemokratische Präsident Lula und jetzt seine Nachfolgerin, die haben dem Neoliberalismus den Rücken gekehrt und das Land auf Wachstumskurs gebracht, sodass unsere jungen Leute jetzt dorthin auswandern. So wie in der Nachkriegszeit ins wohlfahrtsstaatliche Schweden wandern die jetzt nach Brasilien aus, Europas Wirtschaftsflüchtlinge. Und während die Brasilianer ihr Land auf Prosperitätskurs gebracht haben, was hat man in Europa gemacht in dieser Zeit? Die starken Länder Europas, Deutschland vor allem, aber auch Österreich, haben den Gürtel enger geschnallt. Das heißt, die Einkommen sind kaufkraftbereinigt sogar gesunken, 15 Jahre lang, trotz Wachstum in Deutschland. Und in Österreich sind sie nur ganz knapp gestiegen. Die Unternehmensgewinne dagegen sind explodiert. Aber blöderweise müssen die Waren, die diese Unternehmen ja produzieren, ja von jemandem gekauft werden. Wenn das nicht gewährleistet wird und gewährleistet ist, dann geht das vielleicht 3 Jahre gut, 5 Jahre gut, möglicherweise sogar 10 Jahre gut. Aber dann bricht irgendwann mal der Kreislauf zusammen und es geht runter in einer Abwärtsspirale. Und genau das ist in Europa passiert. Das heißt, ökonomisch gesprochen, aber auch die starken Länder, Deutschland, aber auch Österreich, haben Wachstumspotenzial verspielt und durch das Lohndumping die schwächeren Länder auch noch niederkonkurrenziert. Weil man der irrigen Auffassung anhing, Volkswirtschaften, die würden gegeneinander konkurrieren und in Wettbewerb stehen wie 2 konkurrierende Schuhhandelsketten. Aber so funktioniert das natürlich nicht in einer globalisierten Ökonomie. Volkswirtschaften stehen nicht in einem solchen Sinn in Konkurrenz zueinander. Der Nachteil meines Nachbarn ist eben nicht die Quelle meines Vorteils, sondern der Nachteil meines Nachbarn ist die Quelle meines eigenen Nachteils. Das muss man mal verstehen. Weil geht's uns denn besser jetzt, nur weil wir Griechenland und Spanien und Portugal niederkonkurrenziert haben? Nein, natürlich nicht. Eben. Und der letzte Kick, der Europa zum neoliberalen Vorposten gemacht hat, war natürlich die Eurokrise. Weil seit der Eurokrise geht ein Gespenst durch Europa.
das Gespenst des Misstrauens der Märkte. Weil alle Regierungen Angst haben, sie könnten Opfer der Märkte und ihre Staatsanleihen deswegen auch nicht mehr loswerden, haben alle beschlossen zu sparen, zu sparen, zu sparen. Das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen, das wurde plötzlich zu einem Ziel an sich. Aber das mit dem Vertrauen der Märkte, das ist natürlich, wie der Wirtschaftsprofessor Danny Roderick geschrieben hat, eine soziale Konstruktion. Es ist dann real, wenn wir dran glauben. Und wenn wir alle ganz fest sparen, hat man gedacht, dann werden die Märkte wieder Vertrauen haben und dann schrammen wir knapp am schlimmsten vorbei. Das Problem ist freilich, dass Märkte gar nichts fühlen und dass sie auch nichts denken. Märkte können heute finden, dass die Budgetdefizite das größte Problem sind und morgen schon können sie meinen, dass das niedrige Wachstum, die Verarmung in großen Teilen von Europa, das Abschmieren der Wirtschaft und mögliche Unruhen sogar die größte Gefahr sind. Niemand kann voraussagen, was sie morgen fühlen werden, die Märkte. Und am wenigsten, wie Roderick gescheit schreibt, am wenigsten können das die Märkte selbst. Und solchen Märkten, die selbst nicht wissen, wohin sie morgen der Herdentrieb jagen wird, denen wollen wir gehorchen, da wollen wir ganz genau in die hineinhören, als wären sie ein Orakel, dessen Weisheit wir ergründen sollen. Und vor lauter Angst haben wir uns Europa diese eine einzige Rosskur verschrieben. Löhne runter, damit die Volkswirtschaften konkurrenzfähig bleiben in der Globalisierung und damit haben wir das Wachstumspotenzial verspielt, das gerade der größte Binnenwirtschaftsraum der Welt, EU, Europa, eigentlich hätte. Wir haben Vermögensteuern abgeschafft, Unternehmenssteuern gesenkt und damit den Staaten Finanzierungsprobleme eingebrockt und dann, als das Resultat da war, hat man gesagt, ui, der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar, wie traurig. Also hätte man nicht sehenden Auges diese Finanzierungsprobleme erst hergestellt. Und jetzt kürzt man mitten in der Krise auch noch die Budgets ganz brutal zusammen. Und das Ergebnis ist logischerweise eine noch viel schlimmere Krise. Und was sagt man jetzt? Ja, das sieht man, sagen jetzt unsere neoliberalen Bettschwestern, wir müssen noch viel Ärger sparen. Wäre es nicht so tragisch, man könnte sagen, na das ist Kutzpe. Sie kennen ja die klassische Definition von Kutzpe. Einer bringt seine Mutter und seinen Vater um und plädiert dann auf mildernde Umstände, weil er ja jetzt weise ist. Wäre es nicht so tragisch, es wäre wirklich lustig. Vor lauter Angst und wegen der vergifteten Ratschläge von bezahlten Ideologen haben wir begonnen, unseren Kontinent schlechter zu machen. Ja, wir haben aufgehört, unsere Gesellschaften zu verbessern und haben damit begonnen, sie zu verschlechtern. Man muss das so deutlich sagen, Klartext, so wie es ist. Wir haben wieder eine Unterklasse entstehen lassen, wir haben die breite Mittelschicht auf Abstiegsschiene, aufs Abstiegsgleis gestellt und jetzt wundern wir uns, dass es nicht bergauf geht mit uns, sondern dass es dauernd bergab geht mit uns. Dabei täte es so viel leichter, so viel besser gehen. Vermögensteuern kassieren, damit die Ungleichheitsschere, die so stark aufgegangen ist, wieder zugeht. Staatsausgaben stabilisieren, statt zu kürzen, damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Löhne erhöhen, damit die normalen Leute am Wohlstandszuwachs endlich wieder beteiligt werden und damit die Prosperität auf nachhaltigeren Beinen steht. Weil so haben wir das in Westeuropa ganz gut hingekriegt früher, bis die Ideologen hier die Macht übernommen haben und uns in den Morast geführt haben. Aber viele Leute glauben immer noch, aller fundamental liberalistischer Unsinn kommt aus den USA. Nein, Leute, der ist bei uns daheim.